Herzlich willkommen zurück bei The Long Warten auf besseres Wetter und jetzt auch Unterkühlung. Yip, yay, yay, jaha. Ja, ja. Können wir die vielleicht irgendwie, die... Nein, nicht warten. Ich wollte es mit Schlafen versuchen. Hallo, irgendwie... Der Schlafsack, also... Jesus, Maria und Josef. So, wir sind geheilt, was das Unterkühlungsrisiko angeht. Das ist sehr gut. Und dann heben wir das hier auf. Und dann hoffe ich mal... dass das Wetter besser ist. Ich würde gerne weiterkommen. Auch wenn wir jetzt von Wölfen aufgefressen werden, aber... das ist ein Reh. Ich hör's doch, dass es ein Reh ist. So, ich gehe jetzt hier oben lang. Ist mir egal. Ist mir egal, wir werden uns wahrscheinlich irgendwas brechen. Oder so. Der Ausblick ist schon mal ganz nett. Da oben geht's. Also Spiel, weil ich gerade nicht hier brauchen kann, so ein Ruckler. Wirklich nicht. Danke, danke. Schon krass, was in einem Computer bewirken kann, wenn man den RAM mal säubert und den umsteckt auf andere RAM-Plätze. Gott, wir brechen uns gleich was, Inquisitor. I know it. Ich gucke mal ganz kurz hier rüber. Guck mal einer an. Gerade keine Wölfe on Tour. Na wow. Haben wir etwa Glück? Spiel. Ja, gut. So viel dazu. So, was ich mal mache. Ja, fast. Fast, Annika, fast. Wow. Jetzt habe ich aber viel hier entdeckt. Uiuiuiui. Das Wetter wird schon wieder schlechter und da unten ist ein Wolf. Wirklich ein großes Problem. Das ist ein... Vielleicht reagieren die aber nicht hier so krass auf uns, wenn wir schleichen. Das Ding ist, wie komme ich denn hier runter überhaupt? Da hinten ist der andere Wolf. Und ist hier hinten überhaupt irgendwas, was mir in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen könnte? Außer Wölfe? Wir werden uns sowas von was brechen. Ist hier überhaupt was? Oh Gott. Zu steil. Zu steil. Gerade so angespannt, weil ich weiß, dass wir uns gleich brechen werden. Und das ist immer so erschreckend, wenn einer losschreit. Ich kann auch nicht schneller machen, weil... weil... da unten sind Wölfe. Immer noch, leider. Die scheinen da ihr Zuhause zu haben. Okay, da hinten sich schon mal Häschen rumhopfen. Das ist ja auch sehr interessant. Also muss ja da vielleicht irgendwas sein. Es würde sich schon für einen Ahorn-Schößling würde sich das schon lohnen, die Aktion hier gerade.
Wir haben auch nur eine Temperatur nach unten. Ich habe gerade kaum geredet. Mit wie viel kriege ich auch so mein Mikro rein? Mit meiner Wange. Oh, that's sore. Ja. Was ist das denn jetzt? Nochmal, wartet mal. Schmerzmittel. Genesungszeit 4 Stunden. Linker Fuß. Ich nimm's einfach, sonst. Wisst ihr, wir sind da jetzt so ein Steinhang gewesen. Und hier an so einem Poplian, nicht mal so Steinhang, bricht sich das Fräulein was. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Die Momente, wenn man das Spiel, was man wirklich sehr mag, kurzzeitig nicht mehr so sehr mag. Ich traue mich nicht aufzustehen, weil ich weiß nicht, wie ein Wolf da und so. Ah, genau, deswegen traue ich mich eigentlich nicht aufzustehen. Da ist eine. Oh. Komm ich hier irgendwie runter? Sieht schlecht aus, ne? Das ist eine Höhle. Okay. Jetzt hier mit Karacho. Ich weiß nicht, was das für eine Höhle ist. I will die if I don't get food soon. Da liegt sogar ein Räder vor. Was zur Henkers, wenn es eine Bärenhöhle ist, dann bekomme ich einen Anfall. Was sind das hier für Schösslinge? Das ist ja super wow. Okay. Okay. Wir haben halt schon mal schlechter gesehen. So, ich nehme jetzt noch die hier. Ich bin jetzt mal positiv gestimmt und sage, das ist keine Bärenhöhle. Bin noch positiver gestimmt und sage, da liegt ja auch sogar ein Reh davor. Und, das ist so weit abgelegene Bärenhöhle, ich weiß nicht. So, das ist das Reh. Hallo. Hallo, Herr Hoppelmann. Ich muss jetzt erstmal gucken, was das für eine Höhle ist. Es ist eine Höhle. Hey. Eine Höhle mit ganz viel Stein. Okay, es ist eine normale Höhle. Das ist sehr gut. Also wir hätten hier schon mal... Oh Gott. Ein Unterschlupf. Oh, wow. Ja, sehr gut. Das ist... Oh Gott. Eine Mütze, Schlafsäcke, 2 Bücher. Okay. Yep, I could definitely use this. Yep, klar. Sehr schön. Was ich jetzt mache, ist... Das Reh mir holen. Also das Fleisch und so. Weil wir brauchen das. Wir brauchen Kalorien. Egal, was gerade hier für ein Wetter ist, wir brauchen das unbedingt. Der ist gefroren, aber wir haben eine Axt dabei. Alles gut. Oh Gott, ist so wenig, ne? Guck mal, das Wetter... Right. I can't feel my feet. Wird sogar tatsächlich besser. Okay. Oh Gott, wir haben richtig gutes Wetter auf einmal. Holy. Na Mensch, ich nehme. Wir haben aber einen Geruchsbalken, den müssen wir loswerden. Ich könnte jetzt natürlich sagen. Oh, was? Nein. Nein! Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass ich mega gemein bin und weg schon mal dabei bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sorry. Oh Gott. Pack is getting kinda heavy. Oh Gott, ich muss doch immer dran denken, wenn ich an Data vorbeilaufe, muss ich sagen. Wirklich, tatsächlich muss ich dran denken. Es tut mir dann so unendlich leid. Und denke mir, oh Gott, Data, zum Glück siehst du das nicht. So, ich verstecke mich jetzt hier hinten in der Höhle.
werde mal ganz schnell den Hasen auseinandernehmen. Mit der Hand kann ich das machen, weil der nicht vorne ist. Ich mache das deswegen, weil... wir brauchen Essen. Wir brauchen irgendwie eine Basis. Und so schön wie das Wetter gerade ist, bringt uns jetzt auch nicht gerade so die Punkte. Wir machen jetzt mal hier ganz gemütlich. Gilt so eine Höhle eigentlich jetzt draußen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann gleich mal gucken. Wir machen jetzt mal ganz kurz gemütlich hier... Das klingt ja grausam hier drinne. Mal ein Feuerchen, braten uns das Fleisch und haben wenigstens dann schon Fleisch oder halt hungertechnisch. Sieht es dann schon was besser aus? Come on, little fire. Come on. Kartografieren können wir auch noch. Und wir haben ja Tannholz zu liegen. Das ist ja ein großer, großer Traum. Ich werde das auch benutzen anstelle von dem Altholz. Surrounded ja. By snow. And nothing to drink. Woo. Hatten wir schon lange nicht mehr. Aber das Problem lösen wir sofort, Anna. Warte, warte. Stöckchen mal. Einfach nur um Tannholz. Obwohl das Tannholz ist schon zum Reparieren ist das Tann... Obwohl, wir haben ja das Zedernholz. Guck mal. Sehr gut. Dann garen wir mal ganz schnell das Fleisch. Weil mit dem Tannholz können wir sowas wie einen Hammer und so reparieren. Hammer zwar noch nicht, aber nun gut. So, das nicht, aber das hier. Und ich... Diese Lackporlinge. Die Tee-Dinger. Ah, die mache ich aber jetzt nicht. Okay, gut. Wir haben die Sachen. Jetzt esse ich erstmal... Wow, 28 Kalorien. Wir wollen Anna mal nicht zu viel zumuten. Guck mal, weil das, die Hasen zum Beispiel, die sind eigentlich so unergiebig. So, und dann trinken wir noch was. Jetzt haben wir wenigstens das und das. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Gibt schlimmere Dinge. Jetzt haben wir da zwei Bücher. Was sind das denn für Bücher? Ah, sogar nur eine... Okay, die Küche. 2019 Edition. Spielte Long Dark etwa in der Zukunft? 2017 bis 2019. Was steht da? Nathan Pelham Media. Ist das ein Hint? Little Birds. Nee, a Fellman. Nathan Fellman. Sonst das irgendwie... I think I can use this. 84, wie viel hat denn... Gut zu wissen, dass hier ein Dingsbums liegt. Wie viel hat denn unser noch? 71. Ja, also... Ne? Ich würde mal sagen... Danke. Ich weiß, da liegt doch noch eine Mütze, aber... I'll take it. Ich glaube, die bringt uns nicht so viel, oder? Nee. Okay, ganz ruhig. Was mache ich jetzt? Mache ich mir noch ein bisschen Wasser mit dem restlichen Feuer? Ich glaube. Einfach, weil wir es anhaben. Und nochmal so. Ist vielleicht sogar noch hell genug, dass ich eine Stunde vielleicht lesen kann? Ich gucke mal. Eine Stunde? Ich versuch's einfach mal. Man, I'm not sure I can carry much more. Das wackelt die ganze Zeit hin und her. Okay, wir können 31... Ach, es geht doch noch. Jetzt haben wir hier das ganze Zeug. Ich glaube, das, was ich ausprobieren wollte, ist ja... gucken wollte, ist es hier draußen... Draußen oder drin? 509, 236. Eieiei. 206. Oh, was ist denn draußen los? Das sieht ja so krass aus. Aber ich glaube, die Sachen, die trocknen hier drinnen nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das Reh liegt immer noch da. Und die Krähen sind da. Ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe, eine Stunde. Nee, ne? Ich meine, ob wir jetzt schlafen oder ob wir mal kurz noch versuchen, noch eine Stunde zu lesen.
Ich vergeude dadurch jetzt nicht wirklich was. Na, guck mal an. Das sogar geklappt. Jetzt kann ich auch gucken. Oh, es geht jetzt draußen. Sehr praktisch. God, I have never been so hungry in my life. Sehr, sehr praktisch. Gut. Gut, gut, gut. Können wir kartografieren, wenn es dunkel ist? Das wollte ich nicht. Okay, sehr schön. Höhle. Okay, es ist vielleicht... Ich sehe das hier unten irgendwie, aber vielleicht ist es schon ein anderes Gebiet oder so. Das weiß man ja nicht. Wir könnten draußen nochmal kartografieren. Ich glaube, gegen so einen Bunker hätte ich auch nichts einzuwenden, wenn ich ehrlich bin. Wie steht es denn um unsere Skillpunkte gerade? Das sind sie nicht. Es geht. Kadaver zerlegen ist schon wieder ganz gut dabei. Ja, ne? Ich schlafe erstmal. Ein bisschen. Ich hoffe, ich kann hier... erfriere hier nicht beim Schlummern. Sollte mir vielleicht mal frischen Kaffee machen? Der ist langsam kalt. Es geht noch. Ich könnte was trinken. Ich mag das irgendwie. Manchmal, ich finde das ganz seltsam. Ich finde das immer sehr aufregend bei So Long Dark. Und das ist auch ein bisschen anstrengend, immer nicht so ganz zu wissen, wo man hinkommt, ob man da jetzt irgendwie stirbt oder nicht oder einem was passiert. Aber ich mag dann auch dieses Erkunden und dann was finden und sich da irgendwie neu einrichten auf die Situation. Und das macht schon unglaublich viel Spaß, aber es ist halt auch wirklich sehr anstrengend oft. Damn. Ich glaube, ich esse das so jetzt. Hungry. Hier ist halt wirklich nicht so geil. Wegen den Wölfen. Aber wenn hier draußen ist, dann trocknen die Sachen nicht, oder? Mir war irgendwie so, dass die Sachen nicht trocknen, wenn, die hier meine ich. Wir sind doch wieder drunter, das ist sehr gut. Wenn draußen, man das draußen hinlegt sozusagen. Ich würde gerne dieses Tannenholz mitnehmen. Ich glaube, ich kann nicht mehr schlafen. Es ist einigermaßen hell draußen, ne? Ich überlege gerade, ob wir ein wenig... Stöckchen sammeln. Und uns vielleicht nochmal ein Feuer machen. Tannast. Noch ein bisschen zu lesen. Das ist ein Zedernast. Das ist auch ein alles Tanne, Mensch. Ein bisschen vorsichtig gerade hier. Jetzt kommt aber schöne Musik, die mich ein wenig beruhigt. Und das ist ein kleines Häschen. Ja, es wirst du gleich wieder los, Anna. Ich habe da etwas vor. Der Mond ist zu geil, ne? Dann gehe ich zurück in die Höhle. Ich will nicht schon wieder die Zeit mit warten, ehrlich gesagt, vertrödeln. Dann mache ich es deswegen mit was Vernünftigem, mache mit Feuer. Obwohl, wir müssen... Der Hunger, ne? Der Hunger. Der Hunger. Das hätte ich gesagt, wir lesen noch was. Wie viele Kalorien haben wir denn noch? 480.
echt schwer, ne? Es ist schwer. Oder? Ich glaube, das mache ich aber erst im nächsten Part. Oder wir holen uns jetzt nochmal einen Hasen. Ne, der bringt nicht viel, aber es geht schnell. Es geht so verdammt schnell, den zu nehmen und dann halt einfach mit in die Höhle sozusagen zu schleppen, wie so ein Bär, der seine Beute mit in die Höhle zieht. Wo wir immer noch bei der Karl-Herausforderung wären. Teil 3 wäre nett. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist, obwohl ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen mehr erlebt als im letzten Part. Das ist wirklich immer ätzend, wenn man feststeckt sozusagen irgendwo. Mal schauen, was hier jetzt uns am nächsten Tag für Wetter erwartet. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal mit dem Hasen durchziehen und uns einen kleinen, mini-kleinen Puffer schaffen. Der wird nicht groß sein, aber wenigstens ein bisschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.